Kommunismus gedacht. Ja. Und Kommunismus hat man letztlich ausgehebelt, so zumindest habe ich empfunden, indem man ideologisch bekämpft hat. Man hat die Schwachstellen des Kommunismus aufgezeigt, die Gleichen unter den Gleichen, sie, Honne, hat man bloßgestellt und irgendwann hat diese Taktik ja Erfolg gehabt. Wäre das nicht auch ein Ansatz, wenn man diese radikal-islamistischen Strömungen damit bekämpft, dass man auch diesen Leuten einen ideologischen Spiegel vorhält, so wie es zum Beispiel diese Mohammed-Karikaturen gebracht haben, kleine Wirkung, unheimliche Resonanz bei, ich nenne es mal so, bei verbohrten Gehirnen. Wäre da nicht irgendeine Ansatzmöglichkeit, auch diese Mittel, diese Methoden hier für uns, also von unserer Sicht aus gesehen, positiv einzusetzen? Ja, wenn Sie darauf hinaus wollen, das natürlich gerne. Also, das versuche ich ja in dem kleinen Schlenker, wo ich auf die, meine Herkunft und meine sexuelle Orientierung eingegangen bin und das Jugendtum, ist ja genau diese Flanke. Diese Herrschaften glauben ja, die Migranten dazu missbrauchen zu können, dieses Volk umso schneller abschaffen zu können, je mehr sie reinholen. Sie haben aber gerade bei den Migranten, ob in der AfD oder außerhalb, ja das höchste Wählerpotenzial der AfD. Wir lassen es uns als eingewanderte Migranten ja gerade nicht gefallen, diesen Multikulturalismus. Sondern wir kennen ja zum Teil besser als die Deutschen selber ihre Kultur, weil wir sie uns angeeignet haben als Fremde. Genau an diesen Sachen wird die Merkel scheitern. Das Gender-Mainstreaming ist doch nicht unumstritten. Diese idiotische, kindische, infantile, verbrecherische, antifamiliäre Ideologie wird doch nicht nur daran scheitern, an unseren konservativen Familienpolitikern. Die wird an den Homosexuellen scheitern, an den Transsexuellen, die sagen, also einen solchen Dreck werden wir niemals in unserem Namen dulden, ihr Bande da in Berlin und sonst wo in den Landesparlamenten. Daran wird auch diese Vorgehen scheitern. Die Eltern behinderter Kinder werden sich doch gegen das Inklusionssystem wehren in der Abschaffung der Förderschulen, weil es eben nicht behindertenfreundlich ist, diese idiotische Politik. Sie ist behindertenfeindlich, genauso wie das Gender-Mainstreaming schwulenfeindlich ist, genauso wie der Multikulturalismus ausländerfeindlich ist. Das sind die schlimmsten Strömungen, die diese Bevölkerungsgruppen bedrohen. Und das wird zum Sieg und zum Untergang dieser Wahnideen von Schulz führen. Es wird bis 2025 kein vereinigtes Europa geben, weil gerade die Formulierung dieses Gedankens wird doch die Ungarn, die Österreicher, die Dänen, die Niederländer, die Italiener bald in eine Kampffront führen gegen diesen Gedanken. Und wir Deutschen haben gewissermaßen dann auch die Pflicht, weil wir gar nicht mehr rauskommen ideologisch, weil wir angeblich die besten Europäer sind, aber ganz Europa wird sich abwenden von diesen Gedanken. Und wir werden keine Ausrede mehr haben, gerade auch gute Europäer zu sein, indem wir uns nicht mit Osteuropa verbinden. Und das sind diese ganzen ideologischen Sachen an den Widersprüchen des Gegners, die wie im Kommunismus zum Scheitern dieser Ideologie denn führen werden. Das sind ja im Grunde konstruktivistische Ideen. Sie wissen, dass Nation und Volk und Geschlecht ist alles ein bisschen, das ist so ein, kann man jeden Tag neu wählen, ja, Deutschland ist egal, Mann sein ist egal, Behindertsein ist egal, das ist alles ein Aufwachs. Dieser Schwachsinn, der wird sich nicht durchsetzen, der wird gerade auch innerhalb des eigenen Systems zusammenbrechen. Wenn Betroffene, direkt Betroffene, wenn die Arbeiterschaft der DDR aufsteht, dann ist Schluss oder dann war Schluss mit der Planwirtschaft. Und so werden auch diese anderen Ideologien, mit denen wir es heute zu tun haben, und vor allem das Vereinigte Europa an Europa selber scheitern. Es wird das Gender-Mainstreaming irgendwann mal verboten werden. Es wird die Gendersprache abgeschafft werden, weil mutige Menschen, die sich davon... ich sage immer, es ist eine Schande, als Ausländer, als Deutscher den Multikulturalismus ertragen zu müssen. Es ist eine Schmach für jeden Migranten, diesen Multikulturalismus ertragen zu müssen. Und das können Sie überall schreiben. Es ist eine Schande, als Europäer Herrn Schulzens Wahnideen zu hören. Aber es ist eine wirkliche Schmach für jeden Europäer, diesen Namen Europas missbraucht zu sehen für diese Sachen. Und es ist eine Schande
für jeden heterosexuellen Menschen dieses Gender Mainstreaming sich unterworfen zu sehen. Das ist eine Schmach, nicht wahr? Für jeden Schwulen mit diesem Dreck in Verbindung gebracht zu werden. Das ist unerhört. Und daran werden die Leute schneidern. Vielleicht, Entschuldigung, wenn ich